Hallo Leute, ja, nach langer Zeit mal einen vorgestellt. Diluvian Wines. Ja, übersetzt ist das etwas schwierig, weil sintflutartige Winde würde es heißen, aber es sind wahrscheinlich eher andere Dinge damit gemeint. Aber naja, so ist die Übersetzung wahrscheinlich. Wir haben hier ein knuffiges Spiel, deswegen wollte ich das machen. Habe ich den Key von Goblins Publishing. Das Studio ist, der Entwickler ist das Studio Alembic und Indie Arc ist wohl auch noch gleichzeitig der Publisher. Ja, wir schauen da mal rein. Ich mache da mal ein bisschen was schauen und zeigen und dann wollen wir mal gucken. Eigentlich soll es ein ganz cooles Spiel sein, so aufbaumäßig. Man muss immer gucken, dass man keine nassen Füße sozusagen kriegt, wenn die Flut kommt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir aufs Logo und dann auf den Großbildschirm, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Story-Modus rein. Neubeginn ist klar, müssen wir wohl machen. Story-Kapitel haben wir schon. Wir gehen bleiben bei normal und spielen. Diluvian Wines. Knuffig ist er. Sowas wie ein Erdbeben, oder? Gewitter. Kapitel 0, Tag 1, ein neuer Beginn. Alles, was du wissen musst, um deine Reise zu beginnen. Ein Leuchtturm ist einziges klar, das aus dem Fugen geraten wird und ihr Stänker das schon alles, was ihr aufbaut. Was für ein Leben. Alles, aber es hilft nichts. Wir müssen alles wieder aufbauen und ich bin zu alt für diesen Mist. Oh, das sieht nicht gut aus. Guten Morgen, Wächter. Ich warte auf die nächste Karawane. Sag Bescheid, wenn ich in der Zwischenzeit helfen kann. Elmar war das. Ach, da bist du ja. Wie du weißt, widersteht unser Leuchtturm zwar stürmischem Wetter, aber ich fürchte, unsere anderen Gebäude haben weniger Glück. Warten wir, bis er hell wird, um an ihnen zu arbeiten. Der Hüter ist das. So, jetzt sind wir wohl schon im Spiel. Oben können wir Pause machen und Escape. Hier unten haben wir wohl Morgengrauen, dann haben wir Morgen, dann haben wir Abend und Nacht. Und Mittag gibt es nicht. Auch gut. Und die Leertaste geht weiter. Und dann können wir hier was machen oder nicht machen. Keine Ahnung. Leertaste sollen wir drücken, ne? Wie sollst du jetzt einmal die Trümmer beseitigen? Wir müssen dieses Holz wieder verwerten. Okay, der kann das machen. Elmar. Produziert eine geringe Gemüse, 15 Obst oder Holzfällerhütte, 20 Stamm. Hier oben sehen wir übrigens unsere Ressourcen. Gemüse, Fisch, Insekten, Holz, Metall, Textil und Öl. Hier ist unser Leuchtturmfeuer. Das ist wichtig, dass das immer stark ist. Hier oben haben wir einen Karawanenfortschritt, da kommen immer welche vorbei. So. Jetzt wäre nur die Frage, wie es weitergeht, oder? Aha, hier muss ich klicken. Toll. So, der räumt jetzt auf. Okay. Da kommt noch einer. Evelyn. Grüße, Wächter. Wie ich sehe, steht das Wegshaus noch, wenn du mich im Zimmer suche, ich dir dort nach Essen. So, Evelyn. Arbeiten. Da oben. Gegen Mittagessen fertig. Ja, dann. So, jetzt haben wir hier Zeug gekriegt.
kann da verschiedene Klamotten reinschmeißen und dadurch was kochen. Okay. Und wenn das besser ist, dann wird die Moral auch besser. Okay, verschiedene Zutaten, besseres Rezept, passt. Kein Essen. Ich habe ja nur Gemüse, ne? Aber wie viel soll man da reinmachen? Reichhaltiges Essen. Also das ist kein Essen, da steht nichts dran. So, da oben steht es. Spärliches Essen, reichhaltiges Essen. Bestätigen. Noch mehr? Mehr geht nicht. Grünen Salat haben wir jetzt. So, die sind schön am Essen. Dieses Feuer ist der Schlüssel für unser Überleben. Wenn ich es ausgehen lasse, sehen Reisende den Leuchtturm nicht und ich werde vom Rest der Welt isoliert. Das Wetter hat jeden Tag einen wechselnden Einfluss auf die Flamme. Wir können das Feuer am Brennen halten, indem wir es mit Brennstoff versorgen. Aber allerdings werden die Brennmaterialien auch für den Bau und die Verstärkung des Dorfes benötigt. Diese Zukunft hat vermutlich eine schwere Entscheidung für uns bereit. Für das Erste haben wir aber genügend Holz, um das Feuer möglichst stark zu machen. Also Holz gibt es dann weiß ich, was das zweite wäre und das dritte ist Öl. Das zweite war, stand vorhin da oben, steht nach Stoff aus, aber. Jetzt wird das Feuer, wenn das Feuer ausgeht, musst du es wiederbeleben oder verlierst das Spiel. Stärker das Feuer, desto schneller finden die nächste Exilanten zum Leuchtturm. Das war Textil. Das Feuer ist sehr stark, man kann es nicht übersehen. Das Feuer ist okay, aber nicht sonderlich viel. Also dadurch geht es hier weiter. Dann, wenn ich noch mehr eingebe. Das Feuer könnte nicht stärker sein, aber das bringt mir nichts. Das lassen wir so. Lass uns das Feuer wieder entfachen. Also es muss wohl wieder das stärkste Feuer sein. So, dann geht's schon wieder weiter. Tag 2. Ein neuer Tag beginnt. Karawane ist ein ganzes Stück voran. Die haben nichts. Wetter ist nebelig, Feuer minus 1 und Moral minus 3 gibt das Wetter. Ah, hier ist eine Wettervorhersage. Okay, Ressourcen sind klar, haben wir. Holz haben wir 30, 45. Uns um die morgendlichen Aufgaben. Tja, was muss ich machen, ne? Hier gibt es keine Aufgaben. Schreibe ich einfach weiter. Elmer und Evelyn kommen jetzt. Jetzt bauen wir Holzfäller. So, dann machen wir die Holzfäller heute mal, ne? Bauen. Treibhaus könnte man noch nicht bauen. Ja, machen wir hier, weil die Leiter so nah ist, ne? So, und Evelyn. Evelyn kann jetzt das Gewächshaus bestimmt machen, ne, oder? Gut, weiter.
Wir haben wieder Obst gekriegt und es ist das Holz für Leute ist fertig. ABCDE. Okay, das heißt von Rot über Grün nach Blau ist top. Machen wir halt voll, ne? Dann kommen die auch gerne wieder. Dann haben wir auch schon gegessen. Lass das Feuer noch halten. Ja, jetzt brauchen wir kein Feuer machen, weil das. So, die Karawane kommt an. Emma und Evelyn sind wahrscheinlich weg oder fahren damit weg. Unsere Ressourcen sehen so aus. Ist nicht so ganz so dolle. Muss besser werden. Zwei neue Reisende. Bianca und Morgan. Wurmterrarium, produziert eine geringe Menge Insekten oder Wohnraum. Und Lagerraum lagert einige Materialien, maximal Holz, Metall und so, okay, und Wohnraum beherbergt einen Reisenden. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber egal. Reisende begrüßen. Ah, so geht's. Mal sehen, wie wir uns gegenseitig helfen können. Machen wir uns morgen weiter. So, dann auswählen, den Käferblaupause. Ja, hätte ich jetzt tatsächlich eigentlich da einbauen wollen, ne? Evelyn kann einfach nur ernten, ne? Dann haben wir noch die Maus. Die Maus kann Holz fällen. Dann soll die es doch schon mal machen. Ernten, Holz fällen, ne? Okay, die kann besser Gemüse und weniger Fisch, der kann besser Holz und weniger Gemüse oder gar nicht, vielleicht sogar. Essen und Holz ist jetzt wieder reingekommen, das ist schon mal gut. So, jetzt gibt's Essen. Wir sind aber diesmal eine Person mehr, ne? Okay, Rezeptbuch dokumentieren, kein Essen. Jetzt haben wir hier den Salat, ne? Jetzt haben wir den Salat, genau. Feuer ist jetzt schon kleiner. Feuer ist stark, wenn ich noch einen drauflege, kommt die Karawane nicht weiter voran, also bleibt so. Nächste Phase, Tag 4. Immer noch Tutorial hier. Karawane ist ein Stück vorangekommen. Feuer ist minus 2, Insekten plus 5 bei dem windigen Wetter. Na, schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Holzgemüse oder Gemüseholz? Ich brauche gerade etwas, was wäre für die Gemeinschaft besonders nützlich. Wir brauchen vor allem Holz, wir brauchen vor allem Gemüse. Ja, gute Frage. Brauchen wir mehr Holz oder brauchen wir mehr Gemüse? Ich glaube, wir brauchen erstmal mehr Holz, einfach aus dem Moment, aus dem Grund, weil wir noch was bauen wollen, ne?
So, nächste Phase. Alle sind da. Bianca kann schon die Käfer machen. Es wäre toll, wenn du mich einem anderen Reisenden zuteilen könntest, okay? Ja, er kann ja nur hier Holz fällen. Bianca kann hier die Dingens machen. Und Morgan kann auch nur Holz machen. Wer kann denn keiner hier Dingens machen? Essen? Essen wäre ja wichtig gewesen, oder? Aber wenn man Insekten zu essen, geht ja auch. So, hier könnte man überspringen, weil das ein kurzes Video ist. So, jetzt haben wir hier Insekten irgendwo. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo. Ich sehe hier nichts, was man einstellen kann. Das heißt, hier geht es erstmal so weiter, ne? Ach so, okay, wenn ich das so mache, dann wird das neu daraus wahrscheinlich. Gemüse-Insekten-Bento. Metall minus 3. Ich habe doch gar kein Metall, oder? Feuer im Leuchtturm ist wieder kleiner geworden. Die Reisenden sind noch nicht da. Kommen ein Stück näher. Kommen noch ein Stück näher. Kommen dann aber nicht mehr näher. Das heißt, ich mache es so. Tag 5. Karawane ist noch nicht da. Leichter Regen. Und wir haben wenig Essen. Ein paar Insekten noch. Da müssen wir jetzt gucken und haushalten schon. Zusätzlichen Wohnraum, einen kleinen Wohnholz, der verwendet werden kann, okay. So, das ist eine Blaupause und wir sollen wieder was bauen. Und zwar den Wohnraum. Den würde ich jetzt tatsächlich hier oben drauf bauen wollen. Aha, mehr Wohnräume dann. Bauen, arbeiten, arbeiten. Wir brauchen Gemüse. Dann haben wir noch Bianca. Bauen oder arbeiten? Ich bin für arbeiten und Holz haben wir noch. Wir brauchen Essen und das gibt es definitiv hier. Essen ist jetzt gut. Wenn man länger drückt, kann man das überspringen. So, Essen. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir nicht. Machen wir beides. Ah, dann gibt es wieder das. Aber so gibt es was anderes. Mehr Insekten. Ja, ich mache das mal so. Ja, ich glaube, 10 müssen wir reintun, damit es nicht ausgeht, ne? Weil, was sagt er denn? Mehr Informationen. Ja, das lassen wir mal so.